Hallihallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu The Long Dark. Ja, es gab ein Update. Ja, und zwar, ich glaube heute, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich bin jetzt gerade am PC gegangen und das Gute ist, als wenn ich es geahnt hätte, ich habe für heute gar keine Folge aufgenommen gehabt. Und bumm, da kommt ein Update raus. Wunderprächtig. Ich habe hier noch nie ein Update mitgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Story-Modus wird am 1. August 2017 freigeschaltet. Wir können dann endlich die Story spielen. Okay, jetzt wird wenigstens mal angezeigt, wann ungefähr. Sandbox. Müssen wir neu anfangen? Ist klar, neues Update. Es gibt viele neue Items. Werde ich gleich zukommen. Herausfordernd. Okay. Gejagt und so weiter. Also da gibt es jetzt auch mehrere. Oder gab es die vorher schon? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, Herausforderung gab es vorher, glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber könnte sein. Tagebücher kann man nicht draufgehen. Abzeichen gibt es jetzt. Herausforderung und Leistung. Bücherwurm. Kalte Fusion. Effiziente Maschine. Feuermeister. Vorläufer. Schneewanderer. Das Menü hat sich auch ein bisschen geändert hier so. Also die Anzeige und so weiter und so fort. Aber das werden wir jetzt gleich sehen, denn wir fangen jetzt an. Sandbox. Wir tun dem lieben Jürgen mal einen Gefallen und machen jetzt mal auf erfahren. Für neue und erfahrene Spieler, die eine Mischung aus Erkunden und Überlebenskampf suchen. Wilde Tiere kommen nicht allzu häufig vor, können dich aber aufspüren. Die Mechanik, Entschuldigung, sind anspruchsvoller, aber es gibt reichlich Ressourcen. 4 aktive Leistungen möglich. Okay, machen wir mal Reisen da. Was nehmen wir? Nehmen wir idyllisches Tal oder nehmen wir doch wieder Ort der Trostlosigkeit, Küstenstraße, Rätselsee? Wir hatten das jetzt zum Schluss. Wolfsberg kenne ich noch nicht. Trostloses Marschland. Da gibt es aber nichts Neues. Hier demnächst verfügbar. Mehr Regionen sind bald verfügbar. Das steht immer noch da. Ja, wir hatten das hier noch nicht, ne? Verbunden mit dem idyllischen Tal, also mit dem hier. Aber hier ist die Raiken. Wir nehmen nochmal das hier. Ich möchte gerne nochmal ein bisschen Raiken und so weiter. Sandbox nicht, sondern wir nennen es Let's Play. Dann weiß ich immer Bescheid, welches das ist. Ja, wir müssen leider neu anfangen. Es tut mir ja wirklich leid. Aber ist doch auch was Nettes. Aha, okay. So, und als allererstes gucken wir mal. Es hat sich hier das hier verändert. Na, hier unten können wir jetzt auch unsere Sachen sehen. Müdigkeit, wie kalt uns ist, Wasser, Trinken, Health-Anzeige, Lageraktionen, Erste Hilfe, Lichtquelle, Essen, Waffen, Köder ablegen, Trinken, Status. Hier können wir jetzt, deswegen, das sieht jetzt alles ein bisschen anders aus, deswegen wundert euch nicht. Das Update ist, wie gesagt, noch ganz frisch. Könnte sein, dass noch nicht so viele Videos davon da sind. Wir sehen halt, hier ist man ein bisschen sortierter, finde ich. Also das finde ich persönlich schon wesentlich besser. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir haben unser Tagebuch und Navigation. Karte. Ne, also wir können jetzt hier bei Navigation, wir müssen natürlich einen Stift finden oder sowas, dann können wir hier eine Karte erstellen. Das heißt, wir können dann auch sehen, wo wir sind. Und jetzt rennen wir mal und da seht ihr auch schon, mit Tab kann man wieder. Ich weiß jetzt nicht, warum das da rechts oben gerade einmal so runtergeswitcht ist, keine Ahnung. Was haben wir hier? Haben wir hier einen Stein? Jawohl, das ist das Erste, was neu eingefügt wurde, nämlich ein Stein, den können wir werfen. Hat den Vorteil, wenn wir den werfen, dass wir. Achso, müssen wir festhalten jetzt, okay. Dass wir. Müssen wir das auch festhalten? Oh, zum Suchen, Durchsuchen und so weiter müssen wir jetzt festhalten. Auch interessant. Und zum Verlassen auch. Wie gesagt, den Vorteil. Wo war ich jetzt? Wo war ich jetzt? Wo war ich jetzt? Ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Was ist los mit mir? Bleib mal locker, Junge. Nee, Spaß beiseite.
Der Stein hat den folgenden Vorteil: Wenn wir jetzt Karnickel sehen, können wir das damit treffen. Wenn wir das getroffen haben, bleibt es auf der Erde liegen. Sofern ich das jetzt richtig verstanden habe. Und wenn es dann liegen bleibt, können wir da hingehen, ganz in Ruhe. Und können es entweder wieder freilassen. Oder aber wir töten es. So. Wir kennen uns hier ja schon so ein kleines bisschen aus. Trotz alledem muss ich natürlich vorsichtig sein. Denn wir haben hier Wölfe rumrennen und ich weiß nicht, wie die reagieren jetzt. Das stand da ja nicht. Könnte sein, dass die mich in Frieden lassen. Es könnte sein, dass die mich aber auch angreifen. Deswegen gehen wir mal ein bisschen vorsichtiger vor. Da oben ist die Kirche, da gehen wir jetzt als erstes mal hin. Die Folge hier wird übrigens ja 15, 20 Minuten wieder lang. Alleine deswegen, weil ich zu Anfang so viel... Ja, ich spiele meine Hände nicht mehr. Da ist ein Karnickel. So, jetzt pass auf. Stein. Okay, voll daneben und wieder daneben und... Ich bin kein guter Werfer. Aber das Schöne ist halt, wir können den Stein auch so wieder aufheben. Wie gesagt, wir können ihn nur K.O. schlagen damit. Wir müssen dann wirklich doch dahin rennen und dann das Tier, wie gesagt, entweder töten oder eben wieder freilassen. So, hier haben wir ganz viele Steine. Die nehmen wir jetzt mal alle mit. Vielleicht kriegen wir es ja doch hin irgendwie. Können wir mittlerweile springen? Nö. Warum auch? Geht ja auch so, ne? So, wir nehmen uns mal ein bisschen Holz mit, dass wir nicht gleich hier zu Anfang so viel... Ach ja. Unterkühlungsrisiko. Achso, jetzt... Ah, okay. Erdnussbutter nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Holz nehmen wir mit. Lampenöl. Jagd. Haben wir schon einen... I'm so cold, I'm warming up again. Einen Schlafsack? Ja, wir haben einen Schlafsack. Okay, dann brauchen wir den jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Gewehrkugeln. Cool. Haben wir direkt Gewehrkugeln gefunden. Hier ist noch ein... Ach, Erste-Hilfe-Kasten ist das. Okay. Durchsuchen wir. Sehr nice. Hier haben wir einen Gläubigen. So, an den Karten hat sich nicht wirklich viel geändert. Nur eben, dass wir jetzt halt die Karten auch mal aufzeichnen können. Wenn wir denn einen Stift haben oder ein Stück Kohle oder irgendwie sowas. Irgendwas hatte der da in der Hand. Ich habe mir so ein kurzes Video mal eben kurz angeguckt. Ein kurzes Infovideo, was sich denn so geändert hat. Sah sehr interessant aus. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt auch immer auf der Suche nach so ein Teil, was der halt in der Hand hatte. Es sah aus wie ein Stück Kohle. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie so ein Stück Kohle irgendwie sowas. Wir laufen jetzt erstmal zum Leuchtturm. Das werden wir wieder als Heimatbasis nehmen. Wir haben ja hier die Möglichkeit, uns frei zu bewegen. Oh cool, also ich bin jetzt schon gespannt, wie das ankommt bei euch, das Video. Weil sich eben so viel geändert hat. Neues Update ist draußen. Wunderprächtig. Wenn ich mal so zurück überlege... Bei Stranded Deep zum Beispiel. Da ist es so, wenn ein neues Update gekommen ist, das wurde so oft bei mir angeklickt. Aber leider weiß, sind die Abonnenten oder die Leute, die es angeklickt haben, nicht alle geblieben. Leider. Weil ich habe teilweise über 130 Aufrufe gehabt oder so. Und leider sind die nicht da geblieben. Aber vielleicht bei The Long Dark. Ich bin zwar noch relativ neu bei The Long Dark, das wissen ja viele. Oder einige. Aber trotzdem, vielleicht bleiben ja so ein, zwei Leute hier erhalten. Und Katze, ich werde dich gleich schlagen. Wie kamen wir da nochmal hin? Sehr schön, der hat ein Messer. Wir können nämlich jetzt auch, wenn wir gegen Tiere kämpfen, wie zum Beispiel einen Bär oder einen Wolf oder... Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch oder doch. Wie gesagt, gegen einen Wolf kämpfen oder sowas, können wir innerhalb von 4 Sekunden auswählen, welche Waffe wir haben wollen. Das ist dann zum Beispiel Messer
Oder ja, weiß ich nicht, was man eben so an Zeugs hat, ne? So, das ablegen, ablegen. Das wäre erstmal das Holz hier loswerden. So, das legen wir alles mal hier hin, weil hier ist der Ofen, das passt ganz gut. Ich muss mich nur daran gewöhnen, dass man das jetzt festhalten muss. Also das ist ein bisschen doof. Aber er nimmt wenigstens dann alles raus. Und zeigt nicht alles einzeln an, sondern wenn die Schublade zugeht, ist da nichts mehr drin. Wir haben eine Lampe. Verband. Schon ein bisschen spannend zu wissen, ey, es gibt jetzt ein neues Update und man kann wieder was Neues entdecken. Das finde ich das, was mich so, was das macht mich so ein bisschen neugierig, ne? Auch natürlich, wahrscheinlich euch macht das neugierig, das weiß ich. So, ein Gewehr ist hier leider nicht, auch nicht unterm Tisch. Hätte ja sein können. Baseballmütze, achso. Schade, Strom geht nicht. Und so, wir gehen mal nach oben. Da haben wir auch schon allerhand. Oh, getrocknetes Leder, cool. Holzstreichhölzer, Metallregal, Magnesiumfackel. Could end up being useful. Ja. Also so schlecht geht es uns jetzt nicht. Zumindest bislang nicht. Ah, hier liegt auch noch was. Da liegt noch ein bisschen Holz. Und hier war doch noch eigentlich noch eine Kiste. Oder ist sie da? Nee. Hä? Habe ich das nicht irgendwie so in Erinnerung, dass hier noch eine Kiste ist? Naja, ist ja auch egal. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Metallschrott, sehr geil. Ohne vernünftige Mütze ist immer gut. Ach, schön, haben wir schon mal ein paar Klamotten gefunden. Da hinten ist die Raiken, da können wir schon Metall schmelzen. Da hinten müssen wir auf jeden Fall auch hin, da ist nämlich eine Werkbank und so weiter. Gewehrpatrone. Okay, das war's. Können uns hier auch mal eben kurz einen Überblick verschaffen, ob wir irgendwo einen Wolf sehen oder ein Bär. Ja, ne. So. Aber wie gesagt, ich bin jetzt schon mal positiv begeistert. Bis jetzt fand ich das schon doch ziemlich gut. Katze, sei ruhig, du kriegst gleich was zu fressen. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass hier doch auch mal so eine Kiste lag. Oder ändert sich das immer wieder? Das ist natürlich auch möglich. Ach, selbst zum Öffnen müssen wir es festhalten. Okay. Ist ja nicht ganz so wild. Hier packen wir jetzt mal unsere ganzen Essensvorräte rein. Hoppala, das ist kein Essen. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist, wenn das voll ist? Interessiert halt, ne? So, ja. Achso, wieso machen wir denn nicht einfach so? Dann hätten wir das doch alles gesehen. Aber jetzt will ich trotzdem wissen, was ist, wenn ich jetzt hier. Ach komm, in einzelne Sachen irgendwie. Also man kann trotzdem immerhin noch mehr Zeug da reinlegen, als da wirklich steht. Also diese Kästchen hier sind. Sehr interessant, weil ist ja auch nicht ganz unwichtig, ne? Wenn man jetzt nur noch so wenig da reinpacken könnte, wäre das ja ziemlich doof. So, Klamotten, 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 Klamotten. Wo? Ach ja. Kaltes Wetter. Mir ist kalt. Ja, das ist mir schon klar. So, das ziehen wir mal an. Ach, guck mal, er ändert jetzt sogar sein Aussehen. Auf dem Kopf. Ich gucke jetzt gerade, was sich dann am meisten lohnen würde. Das ist wirklich die Mütze. Ziehen wir die Mütze natürlich an. Ja, Schuhe haben wir jetzt die gleichen nochmal gefunden. Das ist jetzt wahrscheinlich. Ja, die sind ein bisschen besser jetzt hier, aber ziehen wir sie auch direkt an. Gut. Da sind nochmal Schuhe. Nexus, linke Maustaste festhalten.
Festhalten. Ach, Handschuhe haben wir noch. Müssen wir noch anziehen. Oder haben wir die schon angezogen? Ich bin ein bisschen durcheinander. Wir haben Handschuhe an. Hoppala. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Anziehen. Also können wir auch mit der rechten Maustaste können wir die Sachen auch anziehen oder ausziehen, beziehungsweise zumindest. So, die sind schlechter. Die sind auch schlechter. Alles klar, dann brauchen wir die gar nicht großartig benutzen. Dann packen wir das mal weg. Wir packen das weg. Wir packen das Leder hier rein. Wir packen das Hemd hier rein. Wir packen diese Schuhe hier rein. Und diese Schuhe müssen wir noch gucken. Wir packen Stoff hier rein. Wir packen das Nähzeug mit hier rein. Den Schal packen wir auch mit hier rein. Warum mache ich mir das immer so schwer? Ich weiß es nicht. Da sind noch Handschuhe, die können da rein. Jetzt gucken wir nochmal. Schuhe. Ja, das ist jetzt sehr, sehr verwunderlich. Aber okay, dass die hier mehr Plusgrade machen als die. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich persönlich von meinen Erfahrungen her spreche, ist das bei mir auch nicht anders. In Turnschuhen habe ich nicht so kalte Füße wie in Arbeitsschuhen oder Gummistiefel oder was weiß der Geier. So, erste Hilfe. Antibiotika, Antibiotika, Schmerzmittel, Schmerzmittel, Wasserreinigungstabletten. Sehr geil. Wir haben eigentlich schon guten Stuff gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Einmal Schmerztabletten lassen wir natürlich drinnen. Und die Dinge lasse ich jetzt auch mal alle hier drinnen. Oder? Ja, komm, packen wir mal. Na, ich wollte nur zwei. So. Was haben wir denn jetzt noch im Inventar? Das war mal ein lauter Schrei. Ach ja, Feuer machen. Feuer machen. Hier ist Essen drin. Da ist leicht Trinken drin. Weil da müssen wir uns ja auch drum kümmern. Dann packen wir hier alles für Feuer machen rein. Das heißt, Brandbeschleuniger. Streichhölzer ohne Ende. Haben wir schon gefunden. Sehr geil. Lampenöl, Lampenöl. Pack ich woanders hin. Das Holz, wenn es noch passt. Jawohl. Zündbündel. Hier haben wir wieder Zeitungspapier. Das können wir wieder auseinandernehmen. Magnesiumfackeln, die kommen für mich woanders hin. Ja, das ist Feuer machen. Schießanleitung. Hat auch sehr viel mit Feuer machen zu tun. Na. So, hier kommt alles für Lampenöl, Magnesium und auch unser Metall rein. So, haben wir jetzt davon. Und die da drunter wird unsere Jagd- bzw. Gewehrschublade. Und die nehmen wir mit auf jeden Fall, wenn wir rausgehen. Weil die wiegen nicht so viel, 2 Kilo, 8 Steine, damit kriegen wir vielleicht einen Hasen mal. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr dem Kanal gerne noch einen Daumen nach oben geben, beziehungsweise ein Abo dalassen, wenn ihr neu seid. Liken natürlich, zeigt das Video euren Freunden, zeigt es gut rum, postet es überall. Es ist ein neues Update draußen, das ist nicht ganz uninteressant. Und ansonsten bin ich erstmal raus, Leute. Euer Nexus.